Willkommen zur Zukunft vom Erlebnispark Trips Drill. In diesem Video schauen wir uns an, was für mögliche Attraktionen der Freizeitpark in Zukunft bekommen könnte. Wir betrachten das bestimmte Line-Up des Parks und schauen uns auch an, mit was für Unternehmen Trips Drill bisher zusammengearbeitet hat und spekulieren daraus, was für Achterbahnen, Flatrides und andere Fahrgeschäfte gut in Zukunft in den Park passen könnten. Wir beginnen mit Achterbahnen und schauen uns an, was der Park bereits hat. Jetzt in den beiden neuen haben wir insgesamt 6 Stück und ich muss sagen, der Park ist auf jeden Fall bereits jetzt schon sehr gut aufgestellt. Die kleinste Achterbahn des Parks ist der rasende Tausendfüßler, ein Tivoli von Cira, welcher perfekt für die kleinsten Gäste geeignet ist. Dann hat der Park ebenfalls 2 sehr gute Familienachterbahnen, einmal mit der gesenkten Sau, ein Bobsled Coaster von Gerstlauer und ebenfalls mit Volldampf jetzt neu für 2020 ein Vekoma Family Boomerang. Eine Nummer größer, aber auch noch perfekt als Übergang zwischen den ganz großen Achterbahnen und den kleineren Family Coastern geeignet, ist Mammut, die Holzachterbahn von Gerstlauer und Holzbau Cordes. Und genauso hat der Park aber auch 2 große Thrill-Achterbahnen, einmal Karacho, ein Launch Gerstlauer Infinity Coaster und dann jetzt auch seit Ende Juni Hals über Kopf, ein Vekoma Suspender Thrill Coaster. Und wenn wir uns die bestehenden Achterbahnen anschauen, sieht man auf jeden Fall, dass da für jede Zielgruppe was dabei ist. Auch die beiden größten Achterbahnen sind trotzdem noch teilweise familienfreundlich. Und wir haben auch jetzt eine Achterbahn, die rückwärts fährt, wir haben eine Holzachterbahn, wir haben eine Achterbahn mit Launch, wir haben gute Inversionen und auch eine Achterbahn mit Hals über Kopf, welche eine besondere Sitzposition hat. Jetzt bei meinen Vorschlägen, was gut in den Park passen könnte, merken wir auch schon mal, dass der Park sehr gerne mit Gerstlauer oder Vekoma zusammenarbeitet. Und genauso sollte bei neuen Achterbahnen geachtet werden, dass diese sich gut in den Park integrieren und gut thematisiert werden können, da Theming für Trips Drill auf jeden Fall wichtig ist und der Park ein paar der schönsten Attraktionen in Deutschland hat. Wir beginnen mit 2 Achterbahnen von Gerstlauer und zwar zunächst ein Spinning Coaster. Ein Spinning Coaster hat der Park noch nicht und das soll es sich auf jeden Fall gut anbieten. Die Family Coaster des Parks sind frequentiert, also könnte man auf jeden Fall in die Richtung in Zukunft nochmal erweitern. Aber genauso könnte der Park auch auf Maurer oder Max setzen, was Spinning Coaster angeht. Aber des Weiteren könnte ich mir auch einen neueren Gerstlauer Family Coaster vorstellen. Kennt man zum Beispiel als Pegasus Express, jetzt neu bei Color oder auch als Fire Chaser Express. Also eine große Familienachterbahn, aber relativ besonders, das heißt vielleicht mit einem Launch drinne, Lift Hills, Rückwärtsparts, ein Spike, da kann alles vorkommen. Jetzt hat man zwar ebenfalls eine Achterbahn, die rückwärts fährt, aber trotzdem, vor allem mit dem Theming von Trips Drill, könnte ich mir das Ganze noch gut vorstellen und es ist die nächste Möglichkeit. Wir gehen nur mal größer, was gut in den Park passen könnte und es wäre meiner Meinung nach eine Achterbahn, die sich auf Airtime fokussiert. Also Mammut hat leichte Airtime auf dem Drop, aber sonst eigentlich nicht. Karacho ebenfalls ein bisschen, aber fokussiert sich auf jeden Fall deutlich mehr auf die Inversionen. Und auch wenn der Holiday Park mit GeForce nicht allzu weit weg ist, könnte ich mir eine Achterbahn, die sich eher auf Airtime fokussiert, noch gut im Park vorstellen. Und dazu gehört auf jeden Fall ein Megalight Coaster. Kennt man so von Intermin oder Mugrides, Piraten im Schloss Sommerland oder von Mugrides als Alpiner Blitz im Nigloland. Und ich könnte mir auf jeden Fall nichts Größeres vorstellen als auf keinen Fall ein Hypercoaster. Das würde einfach nicht nach Trips Drill passen in die Skyline, da der Park das Ganze thematisieren will und auch schön eingliedern will. Aber ein Megalight, der sich auf Airtime fokussiert, ein bisschen höher als 30 Meter, schön integriert, könnte ich mir im Park gut vorstellen. Aber genauso würde es mich auch nicht wundern, wenn Vekoma sowas herstellen würde. Die Next Gens sind super, wir haben es bei Hals über Kopf gesehen. Und falls der Park weiterhin mit Vekoma zusammenarbeiten will, würde die Firma dem Park sicherlich auch einen auf Airtime fokussierten Megalight Coaster bauen. Und bleiben wir bei Vekoma, nicht in naher Zukunft, aber an weiteren Next Gen der Firma, wie zum Beispiel Bermuda Blitz, würde trotzdem auch im Park passen. Wir haben jetzt schon 2 Bahnen, die sich auf Inversion fokussieren. Aber zum Beispiel bei Muda Blitz, also Lech Coaster und Legendia, würde da auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes machen, wenn intensive Bahn und könnte mit gutem Theming auch super in Trips Drill inkludiert werden. Und abschließend, meine letzte Idee, wäre ein Armsea Single Rail Coaster, ein Armsea Raptor, würde meiner Meinung nach super im Park passen, wäre was komplett anderes. Die Position wäre einzigartig, man hätte zwar auch Inversionen, aber auf jeden Fall etwas deutlich intensiveres, würde sich von Karacho und Hals über Kopf abheben, wäre nicht so teuer, könnte man super thematisieren und vor allem in einzelnen Reihen wäre das auf jeden Fall etwas Besonderes. Das war's von den Achterbahnen und wir kommen zu anderen Attraktionen. Der Park hat eine sehr gute Auswahl von Familienfahrgeschäften.
Wir haben ein paar Rundfahrtgeschäfte, wie zum Beispiel der Heiße Ofen. Wir haben einen ziemlich guten Familienfreifallturm mit dem Donnerbalken und auch mit Höhenflug einen größeren Flatride. Und dazu kommen noch die ganzen Standardfahrgeschäfte wie ein Kettenkarussell und so weiter. Der Park hat mehrere Kinderbereiche, es gibt Spielplätze, sehr viele Themenfahrten Outdoor. Das heißt, da ist er gut aufgestellt. Aber ich könnte mir auch viele Sachen noch vorstellen, manche davon eher ungewöhnlich. Was natürlich, glaube ich, jeder im Park sehr gerne sehen würde, wäre ein richtiger Dark Ride. Wir wissen, Tripsil kann super thematisieren und ein richtiger Dark Ride mit Tripsil-Theming würde, glaube ich, echt super werten. Auch wenn ich es gerne sehen würde, ich habe vor ein paar Jahren in der Backstage-Führung gemacht und dort wurde auch zu Recht gesagt, Dark Rides sind echt teuer, nicht nur das Theming, vor allem die Halle zu bauen und das Ride-System sind keine geringe Investition und Dark Rides ziehen leider außerhalb von Parks wie Efteling, Universal und Disney nicht mehr annähernd so viele neue Besucher an, wie zum Beispiel eine neue Achterbahn, aber trotzdem würde ich gerne Dark Rides sehen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar eher spezielleren Fahrgeschäften, die es so in Deutschland eigentlich auch gar nicht gibt, aber perfekt nach Tripsil passen würden. Wir haben zwar bereits im Donnerbalken einen Freefall Tower, aber ich finde ein ABC Rides Indoor Drop Tower, aber mit Theming, wie man ihn zum Beispiel im Phantasialand Schlosswaldchen in Österreich findet, würde im Stil des Parks super nach Tripsil passen und wäre auch eine weitere Indoor-Attraktion. Allgemein, weitere Indoor-Attraktionen würden dem Park auf jeden Fall gut tun, da er da noch nicht ganz so gut aufgestellt ist. Die nächste Idee wäre ein Flying Fury von Technical Parks. Kennt man zum Beispiel aus dem Tivoli Gardens, ist ein großer Flatride, sehr intensiv, aber ich finde von der Anlegung her, mit dem passenden Theming, würde es gut passen. Also es ist schon unterschiedlich genug zu Höhenflug, dass man es das machen könnte. Und ich finde, so ein außergewöhnlicher Flatride wäre auf jeden Fall etwas für Tripsdrill. Und sonst hat der Park auch noch keine besondere Aussichtsmöglichkeit. Es gibt zwar nebendran den Berg, von wo man eine super Aussicht über den Park hat. Ich habe leider auch keine Informationen, wie es mit Höhenbeschränkungen aussieht. Aber ein klassisches Riesenrad oder ein Vekoma Sky Shuttle bzw. eine Flying Island würden gut in den Park passen, einfach nur weil es so super gelegen ist. Man braucht jetzt nichts, was 50, 60, 70 Meter hoch ist. Einfach nur, dass es den Rest überragt. So 30, 40 Meter würde vollkommen ausreichen. Und würde meiner Meinung nach auch gut passen. Und abschließend der größte Flatride, den ich gerne im Park sehen würde, wäre ein großer Frisbee als entweder ein Discovery oder eine Gyro Swing. Unterschiedlich genug für die anderen Fahrgeschäften könnte man super integrieren, zum Beispiel mit der Sägewerk-Thematisierung bei Mammut wäre der Hammer. In dem neuen Themenbereich vom Poltons Park eröffnet nächstes Jahr auch ein Zappella Discovery. Den könnte man so, finde ich, auch super nach Tripsil stellen. Wäre eine gute Erweiterung. Ich weiß nicht, ob der Park unbedingt in eine Thrill-Flat-Ride investieren will, aber mit Höhenflug hat man da ja schon eine gute Mischung geschaffen und ein intensiverer, der wirklich das Thrill-Segment bedient, würde, glaube ich, gut passen, oder der Park ist oder nicht. Und mit Hals über Kopf hat man ja auch gesehen, dass der Park auf jeden Fall in alle Richtungen investieren will. Von Wasserbahn her ist der Park echt gut aufgestellt. Also, wir haben echt ein schönes Rafting, wir haben in der Badewannenfahrt zum Jungbrunnen einen guten Lokflum, also da muss meiner Meinung nach nichts getan werden. Sonst gibt es auf jeden Fall viele alte, klassische Fahrgeschäfte im Park, das passt auf jeden Fall schon sehr gut und alles, was ich bisher genannt habe, würde den Park bestimmt sehr gut erweitern. Es gibt bestimmt viele, die sich auch eher einen Freefall Tower wünschen würden, aber das ist auf jeden Fall etwas, also zumindest ein großer Freefall Tower. Was nicht in den Park passen würde, einfach erstmal von der Location her in das Parkbild und genauso, weil die Zielgruppe dafür vielleicht zu gering ist. Nachdem wir jetzt auf große Attraktionen eingegangen sind, mit denen man den Park in Zukunft erweitern kann, gehen wir noch auf ein paar Kleinigkeiten ein. Also das Theming rund um die beiden neuen Achterbahnen wird ja erst zur Saison 2021 fertiggestellt und vor allem die Station von Hals über Kopf wird dann wirklich echt super aussehen. Aber rundherum, vor allem bei Hals über Kopf beim Ausgang, ist jetzt schon eine große Baustelle und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch zur Saison 2021 noch ein bisschen was passieren wird und dass man da so einen kleinen Platz schaffen wird, vielleicht mit Shops, Verpflegung, kleinere Flatrides, sowas in der Art, einfach nur um den Parkteil noch ein bisschen aufzuwerten. Die beiden Achterbahnen wurden ja extra am Eingang platziert, um einfach die Besucherströme auseinanderzuziehen, da sonst alles Große im hinteren Parkteil bei Karacho, Mammut und so weiter sich aktuell befindet. Wenn man da noch ein paar kleinere Sachen hinbaut, würde es den Bereich sehr erweitern. Aktuell hat man da ja bisher nur die beiden Achterbahnen. Aber bei Hals über Kopf ist bereits eine Baustelle, also wird da bestimmt sicherlich noch irgendwas Kleines hinkommen. Und ebenfalls, wenn man den Weg zwischen der Station von Volldampf und dem First Drop von Hals über Kopf entlang geht nach hinten, ist da noch ein Gebäude, wo ich mir vorstellen könnte, dass da in Zukunft noch was hinkommen wird.
Die allerletzte Sache, wo schon ewig spekuliert wird, was da hinkommen könnte, sind die Betonrinnen unterhalb von Mammut. Ich weiß nicht, ob das nur auf Eis liegt oder gecancelt wurde, aber da war sicherlich mal eine Attraktion geplant, welche in den Betonrinnen unterhalb von Mammut langfährt. Und wenn wir über die Zukunft reden, über zukünftige Attraktionen, ist es möglich, dass es irgendwann umgesetzt wird. Und deswegen wollte ich das ja auch nochmal kurz erwähnen. Und das waren alle meine Vorschläge für mögliche zukünftige Attraktionen vom Erlebnispark Tripsdrill. Der Freizeitpark ist bisher schon abnormal gut angelegt, hat mit das beste Theming in Deutschland und ebenfalls echt eine super Collection. Da ist wirklich für alle was dabei und auch jetzt mit den beiden neuen Achterbahnen hat der Park sich nochmal stark verbessert. Und ich bin mir sicher, egal was in Zukunft kommt, es wird super in den Park passen und alles wird auch super Theming bekommen. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn der neue Bereich rund um Volldampf und Hals über Kopf 2021 fertiggestellt wird. Und das war's zur Zukunft von Tripsdrill. Schaut euch wie gesagt gerne alle anderen Videos von Zukunft von an, sind schon über 10 Folgen und genauso über 20 Videos aus Tripsdrill, die bereits online sind. Es gab viel zur Presseeröffnung von den beiden neuen Achterbahnen und genauso über eine Achterbahn, die in Tripsdrill nie gebaut wurde und an die heutige Stelle von Mammut kommen sollte, ein Vancouver Flying Coaster mit Sägewerk-Tabilisierung. Falls euch das interessiert, schaut euch das Video dazu auf jeden Fall an und sonst kann ich nur sagen, abonniert auf jeden Fall sehr gerne den Kanal, dann werdet ihr keines der zukünftigen Videos verpassen und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!